Herzlich willkommen, liebe Klavierfreunde. Ich habe heute die besondere Freude, mal wieder einen Interviewgast bei mir zu haben. Das ist der Alexander aus Österreich. Herzlich willkommen, Alexander. Schön, bist du da. Hallo Sven, freut mich, dich zu Hallihallo. hören. Also, der Alexander, der ist jetzt Piano-Club-Mitglied. Und wie man sieht, ist er nicht mehr ganz im jugendlichen Alter. Vermutlich ist das zu erkennen. Und ich kriege ja vielfach die Frage von euch gestellt: Hey, kann man überhaupt das Klavierspiel noch erlernen mit 30, 40 oder auch ein bisschen älter? Darf ich dich fragen, wie alt du bist, Alexander? Ich bin 70. Oh, 70, hatte ich gehört, 70. 70. Genau. Und der Alexander, der ist mir besonders aufgefallen in der Zapiano Community. Da haben meine Schüler auch immer die Möglichkeit, Videos hochzuladen von ihrem Spiel. Sie können da auch andere Videos kommentieren. Und ich habe gemerkt, der Alexander, der hat so eine Konstanz, kann man das sagen, eine Ausdauer. So wirklich, der Alexander ist jemand, der wirklich übt. Der hat immer was hochgeladen wieder. Da habe ich gesagt, also zu Beginn war es eher noch so ein bisschen am Anfang und da habe ich die ganze Kurve, die Entwicklungskurve da auch ein bisschen mitverfolgt. Ich schaue ja auch immer da rein in die Community und da habe ich gemerkt, hey, der Alexander, der macht wirklich tolle Sachen. Also, Alexander, hey, erzähl doch ein bisschen von dir. Wie bist du eigentlich zum Musikmachen gekommen? Zur Musik bin ich wahrscheinlich so mit 5 Jahren gekommen. Mein Vater hatte eine Blockflöte und hat so einfache Lieder gespielt wie Das Wandern ist des Müllers Lust oder Hoch auf dem gelben Wagen. Mich hat das sehr interessiert und ich habe mir seine Flöte ausgeborgt und habe rein nach Gehör versucht, kleine Kinderlieder zu spielen oder das, was er vorgespielt hat, nachzuspielen. Und es hat mir sehr gefallen. Es hat mir so gefallen, dass ich dann später in der Schule auch noch einen Blockflötenunterricht teilgenommen habe. Der war gut für dich. Der war gut für mich, Super. für die Bildung des Gehörs. Für die meisten war das der Albtraum, mir inklusive. Aber es ist gut, wenn du es gut in Erinnerung hast. Das ist gut. Nein, ich habe es gut in Erinnerung. Ich habe Okay. nur das Schlechte in Erinnerung, ich sollte Noten lernen. Ich war aber sehr lernresistent. Nicht im Flötenunterricht. So habe ich, wenn wir ein Stück gespielt haben, habe ich so getan, als würde ich die Noten lesen, habe Okay. aber zugehört, was die Lehrerin gespielt hat, habe gesehen, was sie gegriffen hat und dann habe ich Okay. eben mitgespielt. Ja. Ja. Es war gut für meine Gehörbildung, sage ich so. Genau, du bist eher ein auditiver Typ, ha? Wahrscheinlich. Ja. Später dann hatte ich auch eine Melodika. Ich hatte Ja. schon die weißen und die schwarzen Tasten, aber einen grauslichen Klang. Ton oder der Klang, ja, genau, der ist halt so, wie er ist. Klar. Und so habe ich dieses Gerät wieder weggelegt. Ich habe da meine Gehörkenntnisse noch auf die Mundharmonika übertragen. Ich habe auch ein bisschen Mundharmonika gespielt. Und mit 28 oder so wollte ich wissen, ob ich meine beiden Hände koordinieren kann und Ja. habe von meiner Schwester das Akkordeon ausgeborgt und habe 2 Jahre Akkordeon gelernt. Also Das wieder war. schwarze und weiße Tasten, aber in Verbindung mit Blas, mit einem Ja, Blasebalg, genau. ja? Und Okay. die Bässe auf der linken Seite natürlich anders. Ja, Okay, ja. und die Tastatur ist senkrecht im Gegensatz zum Klavier. Klar. Ja. Ich habe gesehen, es gehen Walzer und Polka, aber ich musste mehr Zeit investieren, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und da war ich nicht bereit. Und mir hat auch die Art der Musik nicht gefallen und es gab auch keinen Okay. Hintergrund. Man hat nicht so wie bei dir, dass man die Basics lernt, sondern man hat gleich einmal die ersten Musikstücke geübt. Ohne Ja, irgendwelche Kenntnisse zu haben, also nach Noten. genau. Okay, ja. Also das war wenig befriedigend. Okay. Klavierspielen wollte ich schon als Jugendlicher. Ich war aber sehr schüchtern und habe mich nicht getraut. Ich Oh. hatte auch als Kind, als Jugendlicher hatte ich auf den Händen Warzen. Ja? Und du weißt, wenn man auf Klavier spielt und dann sieht man das, das war mir auch peinlich. Ja? Okay, ja. Und so habe ich das sein lassen. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Straßenmusikanten gehört habe oder wo auch immer, ich musste stehen bleiben, zuhören, auch reden, fragen, wie es mit der Musik ist und so weiter und so fort. Und ja, unmittelbar nach meiner Pensionierung vor
9 Jahren oder so, Oh, gut, habe ja. ich mich mehr, habe ich mich mehr dem Sport gewidmet. Ich habe es hier aber maßlos übertrieben und habe mir Probleme mit meinen Kniegelenken geholt. Oh, okay. Ja, dann habe ich das Ganze wieder reduziert. Und vor 2 Jahren, also ich war 68, kam endgültig der Entschluss so, jetzt ist es Jetzt. höchste Zeit, jetzt oder nie. Also ist das lustig. Also du warst 28, als du zum ersten Mal so in Berührung gekommen bist, oder? Habe ich es richtig Ja, verstanden? Mit dem Piano? Und dann genau. ein paar Jährchen später nochmals, jetzt oder nie, oder? Ja, nur 40 Jahre, okay. Okay. Und dann, wie bist du vorgegangen? Was hast du dann gemacht? Du hast gesagt, okay, hey, jetzt möchte ich mal was Klavier spielen lernen. Was hast du dann getan? Ja, ich habe mich informiert, was es im Netz alles gibt. Ich wollte keinen persönlichen Lehrer haben, weil von Arnold Steiner, also Arnold Steinkern, egal, zur nächsten Start müsste ich immer so 30 Kilometer fahren, das wollte ich nicht. Wollte es zeitlich unabhängig sein, zeitlich und Ich örtlich wollte Zeit, unabhängig. genau, ich wollte zeitlich unabhängig sein und habe mich dann im Netz schlau gemacht, welche Angebote es gibt. Und hier ist das Angebot, no, nein, stimmt nicht. Ganz zuerst habe ich mir gedacht, ich hole mir von den diversen Plattformen die Lieder und lerne einen Monat das erste Lied, im zweiten Monat das zweite und so weiter. Also ganz Ich bin ähnlich wie aber, früher, im Grunde genommen. ja. Also, du hast hier ein Lied, okay, jetzt wird das gelernt, jetzt wird das gedrückt, so in diesem Sinne. Genau, Aber nach genau. Noten, also wenn du sagst, ich lerne Lieder, hast du dir die Noten besorgt von dem Stück? Ja, genau, die waren ja auch zum Okay. Runterladen teilweise, Klar, also okay. war kein Problem. Nur ich habe ziemlich bald gesehen, das macht eigentlich keinen Sinn. Um Klavier spielen zu können, brauche ich die Basics. Ja. Und hier ist Zapiano mir über den Weg gelaufen. So. Mit den, ja, so über den Schirm, Genau. mit einem recht günstigen Angebot. Also der Kurs hat damals 20 oder 30 € im Monat gekostet. Genau, das monatliche Abo ist Ich 29. glaube, es ist Genau. 29, ja. Ist auch immer noch Und so. Genau. dann, ja, das habe ich als sehr günstig empfunden, weil die anderen Plattformen, die anderen Kurse hatten dieses Angebot nicht. Angebot Okay. einer monatlichen Bezahlung. Vielleicht habe ich das übersehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Wunsch klar, also die Entscheidung klar, es wird Zapiano. Dann, aber gleich darauf, habe ich gesehen, dass es zum Pianostarter 1 das Practice-Kit gibt. Genau, der Und Vorbildkurs. das wollte Genau. ich gleich dazu machen. Weil irgendwo habe ich gesehen, ja, man kann es parallel machen oder hintereinander. Ich wollte es gleich parallel machen. Genau. Und dann kommen die Rechnungen. Also 29 oder ja, 29 € und das Practice Kit hat 19 € gekostet. Genau, das ist ein Special Offer, Sind das wir dann noch also anbieten. rund 50 € mal 12 sind 600. Ja? Und daher die Entscheidung, Zapiano Club Mitglied zu Genau. werden. Genau, den Club, den gibt es in dem Moment, wo wir dieses Video noch drehen, gibt es den für 365. Wenn ihr dieses Video seht, gibt es dann vermutlich andere Preismodelle. Also es wird immer noch ein Clubmodell geben, ein Einsteiger-Clubmodell, das ist immer noch 365. Aber du hast im Moment Zugriff auf alles, alle Kurse gleichzeitig, gell? Ja, alles und damit hatte ich natürlich ein mega Problem. Plötzlich hatte ich ein Riesenangebot und Genau. wollte gleich mehr und habe mich hier auch ziemlich verzettelt, also für zeitlich, Das passiert, ja, das ja. passiert rasch, klar. Genau, Ja, aus diesem also, Grund sind wir die Abos jetzt gerade im Strukturieren, neu im Strukturieren, genau. Okay. genau. Ein weiterer Gedanke von mir war, also du bist jetzt 68, die Männer werden im Schnitt 84, bis sie Auch in sterben. Österreich, hä? Okay. Ja, okay. Ich habe In der also Schweiz, nicht glaube ich nur, auch. wenn ich also noch 50 oder 40 wäre, hätte ich mehr Zeit, um Klavier zu lernen. So läuft mir die Zeit ein wenig davon. Auch mit 70 weiß man nicht, wie weit werden mich meine Finger noch tragen. Wie weit komme ich noch? Daher mein Entschluss, das Klavierspiel rasch zu erlernen und habe gleich zu Beginn, also die ersten 6 Monate, denke ich, mindestens 4 Stunden täglich geübt. 4 Stunden täglich, habt ihr Vier gehört? Stunden Vier täglich. Stunden täglich. Das Ja. ist
Sehr viel, Alexander. Ja, das ist sehr viel. Genau. Und auch heute noch komme ich so zwischen 2 und 3 Stunden täglich Oh, das ist sehr gut. zum Das, Klavierspielen. da muss ich noch einschieben. Das merkt man ja auch. Also wenn ich natürlich Videos sehe von den Schülern, die üben ja sehr unterschiedlich viel. Das ist ja völlig normal. Jeder hat eine andere Situation in seinem Leben. Und beim Alexander habe ich diese massiven Fortschritte gesehen, dass ich so hingeguckt habe. Vor allem dann auch, als ich erfahren habe, wie alt das Alexander schon ist. Da habe ich das wirklich so, das ist so richtig aufgepoppt. Und das ist ja so. Also ohne Üben geht es nicht. Je mehr, dass man übt, desto besser. Und wenn man noch weiß, wie man übt, dann kommt man auch auf Resultate. Würdest du mir zustimmen? Ja, da stimme ich zu. Also zum Beispiel jetzt mit den Pianostarter 3 Liedern bin ich auch konfrontiert mit E, S, Tonleiter. Genau, S-Tonleiter. S-Dur. Genau, wir gehen da im S, Pianostarter A, 3, S, haben wir Stücke S-Dur. in allen Tonarten drin. Genau, und Ja, das hat natürlich eine S-Dur. gewisse Komplexität, ein gewisses Schwierigkeitsniveau natürlich bei dieser Pianostarter-Serie. Und da bist du jetzt angekommen. Und so habe ich täglich 1 Stunde mindestens das Training nur für die S-Dur. Im Okay. Pianostarter 3 gibt es ja deine Übungen in Harmonie und Spieltechnik-Module, genau. genau die Spieltechnikmodule. Genau. Und die gehe ich durch von vorne bis hinten. Und ja, und dann probiere ich natürlich auch die einfachen Lieder aus dem PS1 zu transponieren Genau, ins zu PS. transponieren, genau. Das hast du, diese Kenntnisse hast du dann eigentlich auch mit dem Harmonielehrkurs Chords and Scales. Da wissen die Schüler auf Zapiano, Ja. wie transponieren eigentlich funktioniert. Und ich empfehle das auch allen, dass sie einfaches Lied gut nehmen, wirklich einfaches, und dann beginnen zu transponieren. Ja. Genau, das machst du super. Da ist 1 Stunde schon weg. Der Rest ist dann Okay. eben mit den Liedern aus dem Pianostarter 3 und auch dem Jazzkurs. Hast du schon Zu begonnen mit dir. dem Jazzkurs? Ja, Modul 4 momentan. Cool, sehr gut. Ja, da bin ich jetzt schon 14 Tage im Modul 4 unterwegs. Ja, das dauert auch ein bisschen länger, weil ich erkläre da ganz detailliert, wie man zu diesem Swing-Feeling kommt, wie man das übt konkret, wie diese Terz- und Z-Voicings funktionieren. Das ist ja nicht irgendwie Hausmannskost, dass man so in einem Liederbuch so ein bisschen lernt, ganz zu Beginn, sondern der Jazzkurs, der ist auch ein bisschen anders angesiedelt. Der ist eher was für die Fortgeschrittenen, die Leute, die es halt wirklich wissen möchten. Das ist auch der Plan für das Genau. nächste, also für das nächste Jahr, den Jazzkurs zu absolvieren und alle Cool. Lieder aus dem Pianostarter 3 Cool. durchzuhaben. Ja. Cool. Gut. Okay. Und Super. dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir Hm? weiter. Absolut. Ich bin Dann mittlerweile, sprechen ich bin ja auch wir. mittlerweile wiederum neues Lehrmaterial am Konzipieren der Zeit. Wir sind dran, Jazz Scales, Jazz Chords, Jazz Standards und Jazz Improvisation beim Aufgleisen. Jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, kann ich das schon mal so öffentlich so sagen. Gell? Da kommt noch mehr natürlich, und dann schauen wir mal, wohin die Reise führt. Also ich freue mich immer, wenn ich von dir Videos sehe, Alexander, in der Community. Das ist irre toll. Das Ja. motiviert ja auch. Also gerade Leute, die so ein Ja. bisschen Hänger haben, meine, jeder hat ja irgendwo einen Hänger, das ist ja völlig normal. Und auch, gerade auf Social Media, das sieht man ja auch immer wieder diese super Resultate, dass die Leute mit einer super Methode oder mit einem super Piano oder mit einem super Stück irgendwas in kürzester Zeit spielen können, was aber nicht so ist. Also jeder hat mal einen Hänger wieder, das gehört dazu. Aber ich glaube, wenn man dranbleibt, dann kann man die Früchte ja schon ernten mit der Zeit, oder? Im Urlaub, also ich habe einmal für 10 Tage das Klavierspiel unterbrochen, weil ich in Italien auf Urlaub war. Ich konnte mein Piano nicht mitnehmen. Und da habe ich mich auch ein bisschen umgesehen, was es so alles gibt. Und ja, du hast recht. Wenn es heißt, mit diesen Tastendrücken kannst du gleich fantastische Lieder machen und so weiter. Wenn man das macht, dann kommt man rasch durcheinander, weil wieder zu viel auf einmal ist. Ja? Der eine Lehrer sagt das, der andere das, macht diese Methode, macht jene Methode und das macht keinen Sinn. Du brauchst System. Unser Piano hat das System. Eine Ne? gewisse Systematik. Ja, mir ist auch wichtig, dass ihr auch eine gewisse Systematik habt, und gleichzeitig habt ihr auch diesen kreativen Spielraum natürlich. Ich denke, beides ist ultra wichtig. Du hast ja auch schon, glaube mit Improvisieren hast du auch schon begonnen, gell? Hast auch schon ein paar Den Sachen Kurs. gemacht? Ja, den Kurs habe ich schon gemacht. Es liegt momentan ein bisschen auf Eis, aber ich mache es fallweise wieder. Ja, Ja, genau. Also ja, gar es geht keine ja, Frage. aus meiner Sicht geht es immer darum, dass man
gewisse Sachen halt wirklich erlernt. Das führt kein Weg daran vorbei. Zum Beispiel das Bezeichnen der Akkorde, der Umkehrungen, Fingersätze und solche Dinge. Und dann gleichzeitig gibt es auch dieses kreative Element, wo ich alle meine Schüler ermutige, auch wirklich die Stücke, die sie da lernen auf Zapiano, auch wirklich wieder frei zu interpretieren. Und am meisten freue ich mich immer wieder. Ich habe auch gestern eine Live-Show gemacht, wenn ich Videos sehe von euren Schülern, wo ihr eigentlich ein Stück genommen habt auf Zapiano. Und ich habe eine eigene Version daraus gemacht. Das ist immer super. Da freue ich mich. Genau. Genau. Es macht auch Okay, Spaß. super. Es macht Spaß, sich hinzusetzen und nur die Dinge versuchen umzusetzen in einem freien Spiel. Also eine Super. Improvisation. Auch wenn es nicht immer gleich gelingt. Gell? Ja, das Es ist logisch. dauert seine Zeit. Es hilft. Man kann Ist sich so. nicht überholen. Das ist so. Man kann sich nicht überholen. Der ist gut. Ja, es geht nicht. Das geht nicht, genau. Natürlich habe ich auch manchmal Hänge, aber das sind nur von kurzer Zeit. Das ist Ja, schön. da denke ich mir, ah, es geht nicht wirklich weiter. Nur wenn ich dann merke, wenn ich ein neues Stück beginne und ich bin dann etwas schneller im Begreifen und im Verstehen, Genau, ah, dann genau. denke ich mir, na schau, du hast einen Schritt vorwärts gemacht. Absolut, das ist so. Also jedes Stück, das er wieder le lernt, werdet ihr merken, wenn ihr es ganzheitlich lernt nach der Zapiano-Methode, dann wird das nächste Stück, das ihr lernt, automatisch einfacher. Es hat immer eine Wechselwirkung. Genau, super. Okay, Gut. gut. Hey, ich bedanke mich fürs Gespräch, Alexander. Nett Gerne, warst du da, Sven. hast du dir Zeit genommen. Vielen Dank. Gerne. Okay. Macht es gut und wir hören einander und Wir sehen einander. hören und sehen einander auf der Community. Hä? Okay. Dankeschön Genau fürs so ist Zuschauen es. und Mach's bye-bye. gut. Tschüss.